Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Mertens, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julia, vielleicht kann Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Lea, I love you. No. All you love is being the center of attention. I can't stand this anymore. I'm so tired of being the odd one out. So what are you trying to say? I'm gonna go now. Hi there. Hi. Can I ask you a question? Sure.